Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Caesar 3. Folgendes, ich habe keine andere Wahl, ich muss diese Mission neu starten. Denn ich habe leider nicht die Möglichkeit, die Wohlstandswertung hinzubekommen. Das ist zwar sehr ärgerlich. Schwierigkeitsgrad ist immer noch auf schwierig. Okay. Ich wusste gar nicht, dass ich schwierig gespielt habe. Geschwindigkeit. Ich gehe mal kurz ein bisschen runter für den Anfang. Ich wusste gar nicht, dass ich auf schwierig gespielt habe. Ich dachte, ich habe auf normal gespielt. Das war jetzt so eingestellt. Das machen wir erstmal ein bisschen Platz hier. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich angefangen hatte oder was hier zu handeln geht. Also ich habe jetzt die letzten zwei Folgen müssten es gewesen sein. Die habe ich noch im März letzten Jahres aufgenommen. Hier kann ich Fisch und Geschirr verkaufen. Ach verdammt, das wollte ich noch gar nicht. Egal, da kann ich Weizen verkaufen schon mal. Brauche ich keinen Dock? Ach, perfekt. Da könnte ich ja dann so handeln. Egal. Fangen wir erstmal an. Bauen wir direkt mal hier hinter. Natürlich wird die Städte bei mir sehen immer einerseits ein bisschen ähnlich aus, aber andererseits sehen sie auch immer anders. Das ist aber normal. Okay. Ach ja. Ich soll gleich mal so anfangen. Wird schon passen. Dann können wir gleich mit den nötigsten Sachen anfangen, sobald die ersten da sind. Ihr wisst ja, der Anfang ist am schlimmsten. Man hat nichts, die Leute sind unzufrieden. Und natürlich hat Wasserversorgung oberste Priorität. 4 Leute kostet ein Brunnen, interessant. Habe ich mich noch nie mit befasst. So, das Nötigste ist gemacht. Jetzt hier noch ein Arzt. Noch kurz ein bisschen für die Glücklichkeit und für alles andere. Das machen wir mal am besten hier hin. Hier nochmal Mars. Und von Snickers natürlich auch. Moment, das hier war vielleicht unglücklich platziert. Also es war auf jeden Fall in der letzten Folge nicht möglich. Caesar auf unsere Seite zu bekommen, das war sehr ärgerlich. Na, weiß nicht, ob wir bald jemand einziehen. Kommt schon, hier gibt's lecker Häuser. 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 Lasst euch ruhig Zeit. Scheint genau zu passen. Da geht's nicht aus irgendeinem Grund. Okay. Xeres muss weichen. Echt so? Und Merko muss auch weichen. Perfekt.
Okay, wie steht's mit unserer Arbeitskraft? Wow, ganze 10 Arbeitslose. Ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Arbeitskräften. Wir fangen gleich mal an mit Weizen hier. Ja, du mich auch. Angestellte benötigt garantiert. Und natürlich noch ein Leck. Seit wann sage ich denn ständig lecker? Das ist ja furchtbar. Markt. Platz. So, jetzt brauchen sie Essen, oder? Oh, okay, die brauchen mehr Attraktivität, aber das werden wir auch noch in der Zeit hinkriegen. Also, ich musste damals aufhören. Oh, danke. Ich musste damals aufhören, weil ich hatte halt einen Todesfall in der Familie und ich konnte das einfach nicht. Und dann kam das hier, die Aufnahme, wo es ihm so schlecht ging. Und ich konnte es einfach psychisch dann nicht mehr. Ich musste was anderes machen, weil das hat mich dann so geärgert, dass ich hier auch nicht weiterkomme. Ich habe dann allgemein ein paar Let's Plays ausfallen lassen und befolgen. Ich muss auf jeden Fall dann gucken, dass ich was fürs Xeris, danke, du alte Nudel. Okay, die verteilt Essen, das ist super. Dann werden die nämlich relativ weit gehen schon. Genau, bis dass sie Unterhaltung brauchen, beziehungsweise hier liegt seine Attraktivität. Das heißt, mehr Bewohner. Wie ist die Stimmung eigentlich? Sie sind den Leuten gleichgültig. Das wird sich bald ändern. Und ihr werdet auch bald sterben, garantiert. Aber es nimmt... Ah, es wird besser. Was sehr schön ist. Ich hier nochmal ein... Hier nehmen wir mal nur Weizen an. Den wird dann natürlich auch verkaufen. Ich muss auf jeden Fall erstmal an Geld kommen. Ja, das mit der Unterhaltung klären wir später. Die Leute sollen froh sein, dass sie erstmal was zu essen haben. Was ja auch schon mal schön ist. Wasser und Essen und medizinische Versorgung und ihre Häuser werden nicht direkt niederbrennen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht für die damaligen Verhältnisse, muss ich sagen. Was ist bei euch? Attraktivität, oder? Ja. Da kann ich vielleicht noch was machen. Zufrieden? Zufrieden, auf jeden Fall. Ja, okay. Das liegt an der Unterhaltung. Die Leute können wunderbar einziehen. Und wir brauchen auf jeden Fall demnächst... Müssen wir für Geld sorgen. Feuer ist okay. Ja, Schäden kommen halt schneller. Und ich weiß noch, der Imperator forderte ja ständig Zeug an. Auch Zeug, das ich gar nicht habe. Hier einmal Gemüse. Oh. Warum ist das so? Wenn ich da Leute reinkriege, kann ich den wieder abreißen. Sollte aber eigentlich möglich sein. Okay, dann sparen wir die Arbeitskräfte hier. Hauptsache, wir kriegen jetzt auch nicht Geld rein. Erstmal Essen rein, dann können wir auch tatsächlich mal ein bisschen an Steuern denken, würde ich glatt sagen. Also brauche ich immer noch Arbeitskräfte. Achso, ja, ich habe nachgebaut, natürlich. Und vielleicht gönnen wir uns auch ein kleines Theater. Dann kann ich eigentlich mal schauen. Der kauft auch Öl. Kann ich Öl herstellen? Ja, schon mal. Ja, 500 Leute ist nett. Nicht Rohmaterial, Farm. Oliven gehen auch. Das heißt, ich könnte auch Öl herstellen gleich.
Da brauche ich aber erstmal ein paar Leute mehr. Wenn ich ein bisschen Arbeitslosigkeit habe vielleicht. Jetzt brauchen wir schon Bildung. Es herrscht hier eine echte Knappheit an Arbeitern. Naja, okay, wenigstens geht's den Leuten gut. Wen wundert's, dass wir Arbeitskräftemangel haben, also... Das kann man ja auch annehmen. Wenn das hier voll ist, dann... hoffe ich doch, dass wir dann wenigstens... Ja, das erste Geld kommt rein, das ist auch schön. Ah ja, da muss ich auch langsam. Ja, danke für die Info. Ich weiß ja, in dem Bereich hatte ich das letzte Mal meine herrschaftlichen Villen, die kann ich aber überall hinbauen eigentlich. Muss ich einfach bauen. Jetzt fehlen mir natürlich wieder haufenweise Leute. Aber das wird sich auch wieder ergeben, hoffe ich doch. Ich brauche auf jeden Fall mehr Zuwachs. Wie steht es eigentlich um die Stimmung? Die Leute lieben sie, okay. Eine einfache Schule sollte ja wohl drin sein. Und da muss ich eigentlich schon anfangen aufzurüsten. Hat dich nicht irgendjemand der Waffen verkauft? Du verkaufst Waffen. Das ist ja schön. Ein paar Legionäre wäre nicht schlecht, aber es reicht eigentlich für den Anfang eine kurze Wurfsperre, wenn ich ehrlich bin. Oh, schön. Jetzt können wir die ersten Handelsgüter exportieren, denke ich mal. Weizen wird sehr schnell überhand nehmen, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel in die Industrie gesteckt. Aber Öl bringt ein Schweinegeld. Karawanen? Ah ja. Ja. Aber ich krieg nicht viel dafür, wenn ich mich recht entsinne. 22, aber Kleinvieh macht auch Mist. Steht der Tropfen höhlt den Stein. Das Gute ist, wir haben eigentlich genug zu essen. Und wo rennen die ganzen Kackschüler hin? Das kann doch nicht sein, bloß die hier Bildung genießen. Ach so, daran liegt's. Das heißt, ich muss hier noch eine Bibliothek hinbauen, weil die blöden Schüler einfach zu doof sind. Was lernt denn in der Schule? Ach, wir rennen alle in die gleiche Richtung, weil wir doof sind. Ja, Silo. Kommen noch Leute rein? Also ich krieg noch Leute dazu, das ist auch super. Nach und nach füllt sich alles. Ja, kauft mal ein bisschen was. Wir haben so ein kleines Problem, dass wir gerade viel zu viel produzieren. Vielleicht kann ich hier oben auch noch gleich ein paar Städtchen errichten. Wenn ich so drüber nachdenke. Ich mach mal einen Schlenker rein. Ach ja, hoppla. Ihr habt diese Gelder ziemlich schnell ausgegeben. Versucht zumindest mit diesem Geld etwas länger auszukommen. Komisch, das sagt mir mein Chef auf Arbeit auch immer. Ihr habt diese Gelder ziemlich schnell ausgegeben. Das Krankenhaus ist pleite. Nicht mein Problem. Nee, aber ich glaube, manche Leute gehen wirklich so mit dem Geld um.
Vor allem, wenn es nicht das eigene ist, habe ich das Gefühl, dass die Leute relativ teilweise echt verschwenderisch damit umgehen. Was ich halt nicht verstehe. Weil gerade wenn es nicht meins ist, muss ich doch vorsichtiger damit umgehen, aber... Ich glaube, das interessiert einige Leute einfach nicht. So, noch ein Markt. Da auch. Den Onkel Doktor darf man nicht vergessen. Das muss kurz ein bisschen warten. Wie viel Geld haben wir denn eigentlich verloren letztes Jahr? Das meiste geht halt wirklich für den Bau drauf. Ich brauche... ich kann Öl verkaufen demnächst. Jetzt sollte ich vielleicht langsam mal was tun, aber ich habe kein Geld eigentlich. Oh, ich habe Geld gekriegt. Wo fangen wir denn an? Ich würde sagen, hier machen wir einmal Wurfspeer hin. Habt ihr schon wieder was gekauft? Ach, die haben Öl gekauft. Die kaufen bloß noch Öl. Wenn ich nochmal... Ach, scheiße, das Ding ist voll. Ich mach mal ein Lagerhaus nur für Öl und zwar hier hin. Die Wurfsperre sollten für den Anfang reichen. Die alle keine Attraktivitäten. Die Wurfsperre jetzt gebaut? Ja. Steht die erste Legion halt aus Wurfspeeren, ist auch egal. Für den Anfang reicht das tatsächlich. Ich hätte natürlich gerne noch eine Militärakademie, aber... Muss man halt mal schauen. Ja, die brauchen Essen. Aber Essen ist jetzt auch kein Problem mehr. Oh, der schickt das auch raus, interessant, warum auch nicht. Wow, ein paar Arbeitslose haben wir, aber ich habe leider nicht das Geld aktuell, um... Kaufst du was? Ja, kauf Öl. Obwohl, er kauft wahrscheinlich auch nicht nur Öl, sondern er könnte jetzt auch wieder Weizen kaufen. Kauf alles, ich brauche Geld. Ich brauche eine Militärakademie, ich brauche alles. Das schaffst. Na, Schäden, Kriminalität. Naja, Kriminalität entsteht auch nur, wenn ihr euch nicht um eure Leute kümmert. Euch hätte ich halt schon gern mit Akademieausbildung. Unzufriedene Götter. Okay, das... Muss ich was tun? Okay, er hat viel Weizen gekauft. Hey, das habe ich doch ausgemacht. Ach, habe ich nicht ausgemacht. Okay, ich mache es jetzt aus. Aber Weizen ist doch noch... Habe ich Weizen ausgemacht, weil ich doof bin? Upsi. So sollte es eigentlich sein. Und hier sollte Öl rein. Hier steht es um die 22%, das ist halt echt ein Problem. Bibliotheken, dann sollten wir ihnen auch mal eine geben. Wenn wir massig Arbeitskräfte haben, dann können wir vielleicht hier auch ein bisschen was schaffen mit. Ich bräuchte eigentlich noch einen Händler. Ich wäre echt sehr verbunden, wenn jetzt einer kommen würde. Weil ich traue mich gerade nicht so viel zu bauen. Und der rennt natürlich nach oben, weil er nichts Besseres zu tun hat, anstatt hier alles abzugrasen. Die brauchen Unterhaltung. Aber auch da gibt es was von Rattenfarmen.
Leute sind unruhig, oder? Nee, entfernte Schlacht. Ich kann mir aber gerade nicht die Welt leisten. Diese hohe Arbeitslosenquote lenkt mich schrecklich ab. Wie soll ich denn da meinen Text auswendig lernen? Ja, du solltest das tun, weil sonst bist du deinen Job los und dann gehörst du zu den Arbeitslosen. Diese Häuser zahlen so geringe Steuern, das ist kaum der Mühe wert, es hier einzutreiben, ich weiß schon. Die Kaserne werde ich dann auch wieder irgendwo hier oben in die Mitte packen, schätze ich mal. Ich muss mich aber jetzt erstmal vorbereiten, denn wir werden angegriffen. Und wo bleiben die Kack-Karawanen? Ah, kauft ihr nur Weizen? Ihr kauft Öl. Sehr gut, kauft mein ganzes Öl auf. Ich sag, nach Möglichkeit werde ich versuchen, das hier hinter zu verlagern, das Militär. So ein Stück wenigstens. Das heißt Akademie und die Kaserne baue ich auch nochmal um. Ah, dazu brauche ich erstmal Geld. Oder ich mache einfach Möbel hier. Ich glaube, meine Katze will rein. Ach, 36 Monate. Ich muss auch dafür sorgen, dass ich das alles erfülle. Jetzt holt mir... Bitte... Kauft Öl. Ich brauche das Geld. Dringend. Ah, danke. Das tut gut. Kauft mehr Öl. Kauft noch mehr Öl. Kann ich euch für einige hochwertige Waren begeistern? Kauft das ganze schöne Öl. Ah ja, super. Er hat 8 Mal Öl gekauft. Ja, jetzt fühle ich mich stark. Kaserne. Es sind keine attraktiven Gebäude, das ist mir bewusst. Da machen wir dann mal nur Geschirr, nur Möbel rein erstmal. Und hier beginnt jetzt die große Abholzung. Gleich. Greta Thunberg hasst dieses Video jetzt. Greta Thunberg ist aus meiner Sicht eine blöde Kuh. Wir sollten nämlich alle auf kleine Mädchen hören, die... Wo? Nieder mit dem Gouverneur. Leck mich! Ich bring dich um! Ui, die sind ein bisschen erbost. Naja. Ach, das war der Schutzgeist. Ach, den habe ich ganz vergessen. Warum habe ich mir überhaupt Sorgen gemacht? Das mit dem Diebstahl kriegen wir schon noch hin. Den Typ müssen wir allerdings umbringen da. Der hat sich mir entgegengestellt. Das kann ich nicht akzeptieren. Möbel. 2, 3, 4, 5, 6. Oh nein, ich habe gleich kein Geld mehr. Da habe ich. Ach, okay, ich hab nicht aufgepasst. Aber gut, jetzt haben wir es wieder. Sehr schön. Das war so geplant. Schule. Warum sind die eigentlich sauer? Wisst ihr gern, was euer blödes Problem ist? Habt ihr auch Kriminalität? Warum wird Kriminalität? Ich verstehe es halt nicht. Oder weil die so unattraktiv waren? Keine Ahnung. Okay, es wird besser. 14%. Habt ihr jetzt eigentlich mittlerweile eine Militärausbildung? Nee. Wir müssten ein paar von denen verlieren. Damit sie ihre Ausbildung kriegen. Häuser, Weg.
Oh, gar nicht mehr schlecht. Ja, ich sollte ein bisschen aufpassen hier, dass ich jetzt gleich wieder in die Kacke reite. Öl haben sie nicht schon fast alles gekauft, stelle ich gerade fest. Aber er kauft auch weiter, oder? Da könnte wieder durchlaufen. Wird schon irgendwie passen. Kauft weiter Öl. Ja. Das kriegt man hin. Aber warum lagert ihr hier weiter ein? Hört doch mal auf damit. Oder wurde das hier nie rausgeholt? Das kann auch sein. Okay, wir holen jetzt den ganzen Weizen. Das ist aber okay für mich. Arbeitsplatzmangel verhindert Einwanderung, okay. Oh. Vielleicht so? Nicht schön. So. Naja. Nicht schön, aber selten. Oh, Moment. Den brauchen wir gar nicht. Ja, mache ich gleich. Diesmal vergessen wir es nicht, wie die Soldaten abschicken. Das war echt furchtbar. Ich hatte sie. Ich hatte die Soldaten und habe es halt echt vergessen abzuschicken. Das ist mir auch noch nicht passiert. Hier mache ich mal dicht. Ich will nicht, dass sie wieder abhauen. Die Leute. Die haben jetzt erstmal alles, was sie brauchen. Hier gibt es auch ein schönes Theater. Gibt es auch eine schöne Schule. Und dann kann ich eigentlich schon fast ein Silo für euch bauen. Okay, hat Anbindung. Kommt immer noch keiner. Ach komm, da oben sind Arbeitsplätze, ihr müsst sie nur ergreifen. Machen wir mal gleich. Ich brauche bloß einen, der einzieht. Okay, Vorschlag zur Güte. Ich baue den Senat hier hin. Da gehen nämlich viele Leute weg. Aha. Kann jetzt aber nicht mehr sein. Also jetzt habt ihr eindeutig Arbeitskräfte. Oh, ziehen welche ein? Kommt, es müssen doch mal Leute einziehen. Ich habe keinen Bock, dann wieder alle... Leute ärgern sich über sie. Was habt ihr denn für fucking Probleme? Keine Ahnung, was das Problem ist. Schlechte Stimmung. Ah, okay, sie kommt doch. Ich bin neu hier. Wisst ihr einen Platz, wo jetzt besser? Könnte? Gleichgültig, okay. Warum ihr hohe Kriminalität habt, ich weiß es echt nicht. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, hacke ich in kleine Stücke, das weiß ich. Was kann ich denn euch verkaufen? Der verkauft Möbel, das ist mir scheißegal. Der kauft Wein. Der kauft Fisch und... Das ist doch... Sonst hätte ich hier keinen Handelspartner, oder? Oh, ihr geht mir so auf den Sack. Ich hasse euch. Aber du verkaufst Waffen. Und Waffen brauche ich rein theoretisch. Das finde ich mal sehr schön, dass man hier so die Arbeitslosigkeit sehen kann, einen Leuten wieder rumlungern. Was bestimmt... in Rom sehr auf Freude getroffen hat, wenn da im Senat die Leute auf den
Stufen rumgelungert haben. Es hat bestimmt alle erfreut. Vor allem die Senatoren. Ein paar Leute fehlen noch. Ich brauche jetzt erstmal wieder Geld. Cäsar wird eh gleich wieder sauer, weil ich kein Geld mehr habe. Ich komme gerne. Ja, kauft schneller. Schneller kaufen. Meine Volontoren, ja. Wenn ich dann bald mal ein bisschen Geld habe, gönne ich mir auch noch eine weitere Legion, denke ich mal. Oh, die Arbeitslosigkeit ist wieder hoch. Ich bin zufrieden. Okay, ist das hier besser geworden? Ja, endlich! Ich frage mich, warum das so lang... Was ist das denn da? Das ist, sieht komisch aus. Seht ihr das? Sieht aus wie eine spezielle Flasche. Da ist eine... Da ist was drüber gegangen. Haben wir noch irgendwelche Öffnungen? Nein. Ach kommt, kauft mein Öl. Ich brauche Öl. Ich brauche Geld. Ich will jetzt auch nicht so viel Geld ausgeben. Die hier werden eh bald kriminell. Wenn ihr euch nicht um die Bedürfnisse der Leute kümmert, dann habt ihr irgendwann ein Kriminalitätsproblem. Wir freuen uns dermaßen über das Handelspotenzial dieser Route, dass ihr überhaupt nicht nutzt, dass wir euch noch mehr davon bezahlen. Verkaufen. Danke. Ich bin überglücklich. Okay, Wein brauche ich. Ach, kauft mehr davon. Ich kann die Oliven verkaufen, zur Not. Ah, ich glaube, nee, ich verkaufe lieber das Öl. Weil dann kaufen die noch diese blöden Oliven und... Die bringen auch nicht so die Welt. Ihr habt noch gar nichts gekauft, oder? Da wird mal Zeit, dass ihr Öl kauft. Kein Wunder, dass ich kein Geld habe. Die sind die ganze Zeit damit beschäftigt, Weizen zu kaufen. Und mein Geld wird diesen Monat auch nicht mehr lange, dieses Jahr auch nicht mehr lange reichen. Vielleicht noch einmal Gehalt. Und dann ist da Sense. Und ich würde gern hier ein paar Docks bauen. Damit ich nämlich sagen kann, ist was, Doc. Kann sein, dass ich gleich in die Wiesen bin. Los, kauft! Ach, Gott sei Dank. Wieder den Tod von der Schippe gesprungen. Ne, ich kann es mir halt einfach nicht erlauben, dass... Etwas Sorgen. Ich mache alles, was du willst, du Pisser. Machen wir gleich Sorgen um dein Gesicht. Okay. Können wir uns den ersten Dock leisten und den zweiten Dock auch. Und dann können wir uns einen Kai leisten. Nein, nee, bevor ich einen Kai leisten kann, brauche ich eine Werft. Und dann können die Kais kommen. Hallo Kai! Okay, das gefällt mir schon mal nicht. Es muss anders gebaut werden. Ja, ja, ja. Vielleicht baue ich den Prefektor hier hinten. Tja, der ist ja weit gekommen mit seinem Geld. Er wurde nämlich gerade abgestochen. Für gewöhnlich wird das von Präfekten gemacht. Bestimmt hier oben. Ja, klar. Die haben halt noch nichts. Da kann ich auch verstehen, dass man leicht, dass leicht die Ader ein bisschen schwillt im Gesicht. Vielleicht soll das, muss das Forum nochmal umziehen. Oder Merkur, du bist des Todes. Und tatsächlich ist mir der Markt gerade wichtiger als deinen göttlichen Arsch hier in den Himmel zu heben. Ja, die fühlen sich nicht geliebt.
Kann ich aber verstehen. Wie viel Geld habe ich? Ich habe ein bisschen Geld. Das heißt, ich könnte mir rein theoretisch... 800 ist schon eine Menge Asche, aber ich kriege auch demnächst Geld. Ich könnte mir Waffen kaufen. Zumindest ein paar. Ja, ich hab's kapiert. Wenn ihr wissen wollt, wie brennende Städte aussehen, dann passt mal gut auf. Diese Stadt ist furchtbar langweilig. Ich will mehr Unterhaltung. Ich kenne da ein tolles Spiel. Kind fliegt zum Mond. Man braucht dich, meinen Fuß und den Rest macht die Schwungkraft meines Fußes. Wird dir bestimmt gefallen, Kind. Ölkriminalitätsrate verängstigt die Anwohner. Ach, ihr Weicheier. Kommt das... Ach, der erste Fisch war hier. Ja, ich weiß, dass wir hier ein paar Probleme haben. Reiz mir doch nicht unter die Nase. Deshalb werde ich ihm mal zeigen, wie ich mich um seine Stadt kümmere. Naja, hast Schwein gehabt. Oh nein, ich werde angegriffen mit dem Messer. Ich hau mal lieber ab. Feigling. Aber... Hey. Der Gouverneur kümmert sich nicht um... Ich reiß gleich ein Haus ab. Deshalb werde ich ihm mal zeigen, wie ich mich um seine Stadt kümmere. Ja, klar. Aber solange nicht da steht, das ist wahres Pulverfass. Braucht da unten noch eine Legion. Moment, die laufen wir oben lang. Ach, mir auch recht. Nicht jetzt. Wir werden angegriffen. Übrigens, die werden als Feinde angesehen. Das heißt, eure Soldaten stechen die auch ab. Wie es ja auch nicht ungewöhnlich ist. Weil in der damaligen Zeit waren die Soldaten auch mit Polizei. Ja, ihr seid besonders toll. Haltet sie auf! Ihr schafft das! Für den Imperator und vor allem für mich. Und ihr werdet jetzt auch abgeworfen. Ich glaube, ihr habt nämlich keine Chance. Überrennt ihn! Haha, kein Entkommen. So, wird's jetzt eigentlich besser? Ein Ausbruch von Unruhen steht hier unmittelbar bevor. Das ist gefährlich. Ja. Pulverfass, ja. Es kann alles Mögliche passieren. Wenn ihr mehrere davon habt, dann müsst ihr damit rechnen, dass die wirklich revoltieren. Scheiße. Warum habe ich so viele Arbeitslose? Wie steht's denn bei euch? Friedlich. Friedlich. Ich habe schon wieder kein Geld mehr. Ich glaube, ich mache bald die Handelsroute dicht mit dem hier. Wo bleiben denn... Du kaufst doch jetzt... Öl, gut. Wo soll denn mein Geld hingegangen? Aber kann ich hier nämlich noch eine Bildungseinrichtung oder irgendwas hinbauen? Wo... Kommt mal schneller, ich will nicht, ich will, dass ihr diesen Jahr noch kauft. Beziehungsweise. Akademien. Ja, ich habe auch gerade kein Geld für solche Scherze. Ja, dank mir später. Gut, die kaufen wenigstens das Öl. Und auch noch in diesem Jahr, das ist nicht wichtig. Das heißt, wenn ich Glück habe, schwingt das Jahr gleich um. Tut's aber nicht. Verflucht. Ja, hättest du mal eine Sekunde länger gewartet, dann hättest du nämlich jetzt alles wieder gekauft an Öl. Dann hätte ich jetzt auch Geld. Was soll ich hier hin machen? Eine Schule. Weißt du was? Ich mache mal eine Bibliothek, denn wir haben
echte Probleme, Arbeitslosigkeit. Wenn ich das Geld hätte, könnte ich mir ein Hypodrom... Wie kann ich denn noch an Geld kommen? Kann ich denn Geschirr herstellen? Geschirr kann ich herstellen, habe ich auch, gut. Dann werde ich wohl Geschirr verkaufen müssen. Problem ist, ich krieg Ton hier nur am Rand. Fangen wir erstmal klein an. Geschirr ist nämlich relativ wertvoll. Boah, das ist teuer. Einen guten Tag. Kann ich euch für einige hochwertige Waren begeistern? Ja, die werden mir bald abhauen, aber ich habe leider nicht das Geld. Caesar wird auch gleich sauer sein. Und zwar werde ich hier nur Geschirr annehmen und das werden wir dann direkt exportieren. So, schlage ich zwei Fliegen mit einer Schlappe, ja? 16% ist echt viel, beziehungsweise... Ja, okay, wir produzieren einfach nur weniger... Okay, er kauft Öl. Danke. Bin gerettet. Ja, ist kein Sägewerk. Moment, habe ich das an? Ja. Nee, Werkstätten. Hier, mit denen passt. Da gehen auf jeden Fall ein paar weg. 13% sind halt wirklich übel. Ärgern sich über sie, ja. Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich tatsächlich auch mehr mit euch machen. Das größte Problem ist gerade wirklich, dass ich nicht wirklich Geld habe. Ein Badehaus sorgt für Hygiene. Habt ihr gehört, wie erstaunt sie sind von meinem Intellekt? Haben die sich das Geschirr... Ja, okay, das ist okay. Problematisch ist, dass jetzt neue Leute da reinkommen wollen. Habt ihr immer noch hohe Kriminalität? Gesetzloses Gebiet? Ihr habt mehr als die hier unten! Manchmal könnte ich echt was antun. Das ist schlimmer als der deutsche Bürger. Ja, wir haben zwar alles, aber wir würden gerne mehr haben. Ich könnte jetzt allerdings langsam darüber nachdenken, dass wir so ein bisschen aufrüsten. Nee. Machen wir so. Ach, scheiße, das habe ich nicht aufgepasst. Zu langsam. Hier hätte ich gerne noch Geschirr drin. Denn die Geschirrproduktion werde ich sehr stark ausbauen. Jetzt packen die da natürlich alles rein. Tja, ist schon so ziemlich voll, würde ich mal sagen. Das Gute ist, das hier werde ich rauskriegen, das wahrscheinlich auch. Bei dem Rest sehe ich ein bisschen schwarz, aber ist auch erstmal egal. Leute, haben wir denn 74? Ich würde aber glatt sagen, jetzt wenn wir anfangen Geschirr zu exportieren, habe ich die Handelsroute nicht eigentlich schon gemacht? Ja. Geschirr ist nämlich auch wieder einiges wert, so wie Öl. Das ist doch... Kommt wirklich teilweise das Öl nicht.
weil die erst das Geschirr, erst den Weizen holen. Naja, muss ich halt mit leben. Das gefällt mir nicht. Geht doch. Solche Häuser sind eigentlich der Mindeststandard. Wie viel Geld gibt ihr eigentlich hin, ja? Sehr schön. Immerhin 39 Dinar, das merkt man auch, glaube ich. Gut, genau, bring alles mal so ein bisschen raus. Eisen konnte ich nicht kaufen, oder? Nur Waffen. Ehrlich sein, das Reservoir sollte ein Stück weiter wegziehen. Ich weiß bloß nicht, ob dann die Brunnen hier vielleicht kein Wasser mehr haben. Sieht auch verdammt noch aus. Okay. Lass uns einfach mal so. Tun wir so, als wäre es ein stilistisches Mittel. Kosten. Das gleiche hier. Feinde vor den Toren garantiert. Von mir aus. Gucken jetzt mal, dass das Ding ja voll wird. Ah, Vorrat für einen Monat. Also Winter gibt es hier zum Glück nicht. Passt eigentlich alles soweit. Die, das Gute ist, die kaufen auch tatsächlich ununterbrochen. Ein bisschen Öl ist schon raus. Vielleicht wird es ja doch noch. Ich hätte tatsächlich genug Geld, um mir den ein oder anderen Traum langsam zu erfüllen. Also ich will nichts Großes, so ein Haus aus purem Gold wäre schon mal nicht schlecht. Vielleicht hätte ich auch gerne ein paar Waffen. Das ist zwar ein beschissen langer Weg bis hier runter, aber das ist mir auch egal. Habt ihr eigentlich mittlerweile Militärausbildung? Ja. Und hier gönne ich mir nochmal ein Fort für Legionäre. Und zwar hier unten. Nee. Die Legionäre kommen hier oben mit hin. Hier unten gönne ich mir nochmal Wurfspeere. Mehr brauche ich ja eigentlich auch nicht. Ja, danke. Hört mal auf, denn das ist sauteuer, was wir hier machen. 250 kostet das nämlich. Muss ich schon ein bisschen was für verkaufen, um das wieder reinzukriegen. Kauft mal lieber euer schönes Geschirr. Und Geschirr kaufen sie richtig viel. Könnte ich eigentlich die Produktion noch mehr erhöhen, wenn ich ganz ehrlich bin. Steht's jetzt? Naja, es wird immer. Was ist mit dir los?
Haben wir ja gleich. Sehr schön, das ist auch raus. Vielleicht mache ich irgendwann auch mal wieder das exportiert über, aber erst wenn ich genug Geld habe. Also, solange ich das Geld noch brauche, nein. Einen guten Tag. Kann ich euch für einige hochwertige Waren begeistern? Was sind eigentlich meine Werte? Wohlstand war ja kein Problem. Kultur, Frieden dauert noch ein bisschen. Gunst, ja, die hat mir das letzte Mal das Genick gebrochen. Aber wie viele Kultur habe ich? Wohlstand 30. Wir sind schon auf einem guten Weg. Wie steht es jetzt eigentlich hier? Die Qualität sinkt auf jeden Fall. Perfektor. Ingenieur. Ehrlich gesagt, ein Badehaus gehört eher hierher. Natürlich läuft er da oben. Die Menschen haben so lange schon nichts mehr gegessen, dass man im Badehaus ihre Rippen zählen kann. Ja, das ist ein bisschen schlecht, dass wir hier kein Wasser haben. Aber da kann ich auch helfen. Wird immer so getan, dass die, als ob die alle am Verhungern wären, also. Ist doch einiges drin. Hier oben nicht so, aber kann ja noch werden. Müssen erstmal gucken mit Geschirr, dass das wieder ein bisschen mehr wird. Arbeitslose haben wir noch ein paar, das ist super. Wie gesagt, wenn ich jetzt langsam so ein bisschen Geld habe, werde ich gucken, dass ein bisschen aufstocken. Gut, da konnte das Holz jetzt loswerden wenigstens. Wo habt ihr das Geschirr her, bitteschön? Oh, danke! Oh. Ey, ihr seid so richtig schön gut dran, mir ans Bein zu pissen. Du! Affen Arsch. Wir brauchen auf jeden Fall bald mehr Lebensmittel hier unten. Wir brauchen jetzt schon mehr Lebensmittel, wie ich gerade feststelle. Sonst beschweren sich die Leute wieder, dass man die Rippen der Leute zählen kann. Nicht jetzt, ich mache hier Infrastruktur, ja. Das müssen die Wurfspeere erledigen. Wurfspeere kosten kein Geld. Die werden unten lang rennen. Ekinäre kosten Geld. Wurfspeere sind umsonst. Die wissen nicht so genau, wo sie hinrennen sollen, glaube ich. Oh. Gut. Schwache Moral, aber es ist nicht verwunderlich. Wir haben gerade ein bisschen auf die Fresse gekriegt. Aber man braucht nicht viel, das ist super. Ui, es kam Geld rein. Klar, Schulen sind unattraktiv, das kann ich verstehen. Was ich aber nicht verstehen kann, warum wir nicht mehr importieren. Ich hätte gern trotzdem noch eine zweite Truppe Legionäre. Wie steht's denn jetzt eigentlich? Zwei gehen noch. Hauen wir hier nochmal Wurf später neben. Und auch wenn es Blödsinn ist. Nee, ich mach nochmal Wurfspeer hier hinten irgendwo.
Aber nur, dass ich hier unten abfangen kann, wenn es notwendig sein sollte. So, da ist jetzt zwar erstmal eine Menge Geld weg, aber ich kann auf jeden Fall arbeiten. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass ich nicht zu viel Geld in Import rausschmeiße. Die Dockarbeiter bringen unsere Waren jetzt ins Lagerhaus. Hol dir erstmal die Waren, bitte. Da fühle ich mich irgendwie sicherer. Und ich will vor allem nicht, dass hier wieder Probleme sind, nur weil ich niemanden wegschicken kann. Aber die Legion sieht schon mal gar nicht schlecht aus. 7 Legionäre sind mich echt nicht schwach. Und hätte ich das eine Mal halt nicht versagt, in der Stadt hätte wirklich alles anders ausgesehen. Ich überlege gerade, ob ich hier oben noch ein paar Häuser reinbaue. Das hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, auch gemacht, nur von der Seite hier. Macht eigentlich Sinn wieder. Ich meine, hier unten habe ich eine Legion. Oh nein! Oh, das habe ich nicht aufgepasst, aber jetzt ist nochmal... Ah, nein, 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 ich kaufe zu viel. Hört auf zu kaufen, das ist nicht gut. Cäsar wird sauer, wenn ich im Minus bin. Ihr verarscht mich doch. Das kostet mich jedes Mal Geriebenes. Nicht Geriebenes, das rede ich da aber. Das kostet mich jedes Mal Gunst, wenn ich ins Minus falle. Hat nichts im Handel da. Pissnelke, ey. Jetzt kauf bitte mein Geschirr auf. Ich wäre echt sehr verbunden. Das ist, wenn man nicht aufpasst beim Waffenkaufen, das ist tödlich. Wie ihr gerade gesehen habt. Die Dockarbeiter holen ein paar Waren. Das ist nämlich sauteuer. Wie schon mal erwähnt. Das ein- oder zweimal. Vielleicht. Ach so, hier hinten kann ich ja auch Geschirr anbauen. Ich brauche ja bloß Wasser. Stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Zack. Da Häuser. So. Zack. Da Häuser. Wasser. Sieht gut aus. Oh, hier ist was zusammengekracht. Wahrscheinlich fehlt euch Geschirr. Das hat man auch schon lange nicht mehr. Das mit der Unterhaltung werden wir auch hinkriegen. Also was habt ihr schon mal... Weg da, ihr Penner. Sowieso furchtbar mit diesen Leuten, die ja ohne Häuser sind. Warum kaufen die sich nicht einfach Häuser? Ich verstehe es nicht. Sitzen da rum und schlafen in der Gosse, also. Wenn ich ein Haus hätte, würde ich dahin gehen. Wer weiß, aus welchem Film das ist. Oh ja, danke. Auch das ist sehr willkommen gerade in meiner Welt. Wie viel Zeit habe ich denn eigentlich dafür? 36 Monate. Wein brauche ich eh noch. Hier ein Theater. Werdet glücklich.
Hier hinten machen wir dann Geschirr. Warum? Passt der eigentlich auch nicht mehr rein? Da passt hin. Den kann ich dann wieder anschließen, das wird schon gehen. Hier fehlen mir gerade echt viele Leute, oder? Oder dann 30, ja. Wieder was zusammengekracht oder wollen die einfach wieder nicht arbeiten? Oh. Die Industrie fängt an zu schwächeln. Das ist nicht gut. Und hier machen wir mal einen Export über 10. So nach und nach. Ich könnte auch die Möbelsachen ausmachen oder vielleicht mal ein bisschen dezimieren. Oder ich lasse es erstmal. Wird schon besser? Ja, bisher noch nicht. Wäre schon nicht schlecht, wenn hier aber mal die Leute einziehen würden. Hier kann ich dann auch noch ein bisschen was machen. Alles mache ich später. Ah, na okay, wenn was zusammenkracht, dann soll es dann so sein. Besser? Ein bisschen nach und nach. Wenn die unten eingezogen sind, dann wird es auch klappen. Ich will jetzt aber auch nicht unbedingt Waffen kaufen, weil das ist mir einfach zu heiß noch. Das müsste jetzt langsam voll laufen. Genauso das hier. Oh, obwohl Fisch sieht gar nicht so schlecht aus hier oben. Genau, quasi. Okay, noch 53. Aber wenn die hier einziehen, dann... Ich meine, die Bevölkerung hier kann sich verdoppeln, da können noch ein paar rein. Ach ja, ich sollte auch langsam mit Wein anfangen. Bräuchte ich aber eigentlich erstmal ein bisschen Geld. Hier hinten ist nämlich ein wunderbares Weinanbaugebiet. Wow, nicht mal bei so kurzen Strecken kann ich gerade bauen, aber das ist ja auch egal erstmal. Kommt Leute, wir haben Arbeitsplätze, wir haben Essen, wir haben Geschirr, wir haben Unterhaltung. Hier lohnt es sich zu leben. Möbel könnt ihr eigentlich auch haben. Habt ihr schon Möbel? Ne, war noch nicht notwendig. Aber wenn ich euch ein bisschen mehr Unterhaltung gönne, dann wird das schon. Geld haben eigentlich auch. Ah, wir haben es fast. Entfernte Schlacht kann mir wurscht sein. Machen wir mal auf, dass die da durch können. Den Boden sollte ich eigentlich rüber platzieren. So besser? So besser, ja. Angestellte benötigt? Angestellte benötigt, das kostet ja 4. Geh da weg! Sollte eigentlich ein Markt ausreichen. Noch ein Theater. Eigentlich ist das schlecht erreichbar, das glaube ich nicht. Preissteigerung, das wird natürlich. Alles, was wir nicht brauchen können, wird teurer, logischerweise.
Reben fehlen uns noch. Na, Religion darf man nicht vergessen. Nicht jetzt. Merkur. Mars. Und Venus. Oh. Ich hasse überflutete Tongruben. Wie gesagt, das ist was, was ich immer rausmache, weil du kannst es halt nicht verhindern. Man muss ja ständig nachbauen und das nervt einfach nur. Okay, ihr bezahlt aktuell keine Steuern. Aber ich brauche gerade jeden Cent. Deshalb habe ich beschlossen, ihr zahlt jetzt Steuern, was ist mit dir los, Reservoir? Ach, du Mose. Ihr. Lebe und werd glücklich. Und mit dir? Zilo. Ihr seid einfach nicht da, um glücklich zu werden. Ihr seid da, damit das hier bewirtschaftet wird. Seht's ein, ihr seid unnütz. So, hier hinten. Hier hinten habe ich eigentlich tatsächlich alles dann, was ich brauche. Hier kommt natürlich der Wein hin. Wie weit sind wir eigentlich? 19 Monate. Ah, ich muss mich reinhalten. Wein. Oh, so weit soll es gar nicht gehen. Nee, lauf mal nicht da lang, das ist schlecht. Es könnte ein bisschen weit weg sein. Feuer sieht hier hinten schlecht aus. So, ist besser bestimmt. Schäden sind okay. Bei diesem Gebäude besteht eine geringe Brandgefahr. Da ist ein verdammter Präfekt drin, der das verhindern soll. Ah, gut. Na, es geht keiner hin, da gehen sie doppelt hin, das ist auch schön. Wirklich erstaunt, wie viele Stellen hier noch nicht besetzt sind. 23. Weil 1550 beschäftigen. Bin ich auch erstaunt. Wein kann ich ja leider nicht exportieren, aber kaufe ich Waffen? Das kaufen wir uns gleich mal wieder. Weil jetzt haben wir ja das Geld. Frieden ist alles so eine Sache. Das würde ich gerne ein bisschen hochsetzen. Jetzt haben wir ja ein bisschen Geld, jetzt können wir es hochsetzen nach und nach. Hier in dem Bereich könnte ich dann eigentlich... Was ist hier passiert? Was? Keine Unterhaltung. Ja, ich habe noch nicht mal die andere... Naja. Will der jetzt zweimal? Was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Suffkopf? Ich brauche den Wein jetzt langsam dringend. Ist natürlich nicht schön, wenn hier die Sachen zusammenkrachen. Wunder, dass die da abgehauen sind. Keine Unterhaltung. Ja, ich hab's ja nicht vergessen. Beschweren sich bestimmt, oder? Diese Waren ja. Könnte man schneller nach Rom schieben als nach dort. Warum zur Hölle landet das denn hier? Das hat da nicht zu landen. Ich hab doch extra dafür hier oben. Okay.
Okay, das sollte aber erstmal reichen an Waffen. 12 Stück ist nämlich nicht wenig. Das wird besser. Ja. Müssen nämlich bald wieder was verkaufen erstmal. Ihr solltet mal ein bisschen schneller arbeiten. Und genau, besetzt mal schön alle Kellner. Ja. Da sind 4 Einheiten drin. Ihr verteilt das ja nicht. Könnt ihr effizient arbeiten. Das müssten wir eigentlich schaffen. Dafür, dass ich erst zu spät angefangen habe. Wie sind denn eigentlich die Götter drauf? Erfreut, das freut mich. Ja, darum kümmere ich mich bald um das ein oder andere. Und wie viele Leute fehlen jetzt hier? 16. Ist das hier schon besetzt? Ne, da fehlen auch noch Leute. So komme ich auf jeden Fall auf meine Bevölkerung. Soldaten müssen jetzt auch bald voll sein. Das heißt, ich kann dann problemlos eine Legion oder 2 Legionäre und einmal Wurfspeer losschicken. Die sollten dann eigentlich alles in die Flucht schlagen. Außer in der einen Folge, in der wir Krieg gegen Hannibal geführt haben, da war die eine Armee so richtig, richtig übel drauf. Die hat uns unsere ganzen Armeen wirklich zerlegt. Das war übel. Wirklich übel. Wer sich erinnert. Toll, was fehlt? Geschirr? Ja, danke, dass ihr alle ausgezogen seid. Aber es war Geschirr, schätze ich mal. Weil die Märkte zu weit laufen müssen für die Waren. Das ist nicht gut. Nichts zum Handeln. Ja. Ich verkaufe halt doch nur noch Öl. Aber Geschirr muss ich eigentlich auch verkaufen, von daher. Gut, noch 7 Monate. Danke für die Info. Aufs Richtige losschicken. Ja, ich brauche ein paar Superhäuser, damit das klappt. Das hier kriege ich dann anders hin. Frieden wird bald soweit sein. Wie viele Leute brauchte ich? 5000? 10.000 waren es genau. Meinte ich eigentlich, nicht 5000. Ehrlich, ihr kriegt nicht mal hin, dass ihr jetzt Essen dahin liefert. Das ist nicht so einfach. Ich glaube, mein Problem war auch, dass der Imperator dann plötzlich nichts mehr gefordert hat. Das hat mir auch so ein bisschen das Genick gebrochen. Ja, kauft mein Öl. Ja, das Potenzial ist groß, aber ich nutze es aktuell noch nicht und ich will es auch nicht nutzen. Ich muss es aber später nutzen. Und die kriege ich eigentlich nur Marmor. Marmor brauche ich nicht zwangsläufig. Braucht die gar nicht, das Handelspartner. Ach ne, Moment, der kauft Wein. Aber ich habe das Problem, dass ich den Wein dann importieren muss später. Ach, der Vollständigkeit halber. Aktuell kann ich ja eigentlich noch verkaufen. Vielleicht verkaufe ich auch. Wein war, glaube ich, teuer, oder? Für Wein kriegen wir immer nur 160. Mehr als für. Das ist dann unser höchstes Handelsgut. Und ich speichere jetzt mal. Nehmen wir das LP. Ja, das ganze Geschirr fehlt. Tut mir ja leid, aber. Oh, das Geschirr kommt hier hoch. Das ist eigentlich ganz gut. Das heißt, ich kann das hier auf 40 erhöhen. Steht's mit der Arbeitslosigkeit ist da. Das ist auch gut. Klar, rennen gleich die Kinder hin. Weil die blöden Bergen ja nichts zu tun haben. Geht lieber in der Tongrube arbeiten, da macht was Gescheites.
hier nehmen wir das Geschirr auf. Werkstatt, Geschirr. Hier bloß noch Anbindung an den Badehaus. Nö, nö, vergessen habe ich euch nicht. Oh, doch eigentlich schon. Naja, nicht so schlimm. Gut, hier habe ich eh keinen Schiss. Ceres, du verschwindest von hier und stattdessen kommt hier ein tolles Badehaus hin. Dann könnt ihr nämlich auch ein bisschen aufsteigen. Ich glaube, in die Zeit hatte ich tatsächlich schon einen Gladiatorenaufstand. Könnte mit dem nächsten Kolosseum leisten, würde ich glatt sagen. Wenn die Leute hier alle arbeiten, das sieht auch schon gut aus. Da gehen wir mal auf, müssen wir über 70 gehen, rein theoretisch. Gehen wir auf 75, dass ich sicher bin, dass die Lager auch gut gefüllt sind. Da muss man halt auch aufpassen. Die werden wahrscheinlich hoffentlich trotzdem dann später von hier weiterholen. Aber ich will halt nicht, dass wir Probleme kriegen. Gut, bist jetzt glücklich? Deine Gunst geht mir nämlich auf den Sack. Drei Prozent Arbeitslosigkeit wird nicht lange so bleiben. So, hier bauen wir mal ein schönes Löwenhaus. Hier bauen wir eine Gladiatorenschule. Hoffen wir, dass keiner... Ich weiß nicht mehr, aber ich glaube, in dieser Mission gab es einen Aufstand. Wenn ich mich nicht ganz irre. Hier ein Amphitheater. Künstlerkolonie. Ein Hypodrom wäre auch nicht schlecht. Ich baue aber leider auch immer so, dass die nicht in der Mitte durchlaufen werden. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so... Das sieht so arabisch aus, ich kann mir nicht helfen. Wie spät ist es? Ah, 11:30. Ist ja noch alles im Rahmen, da habe ich schon viel länger wach gelegen. Theater haben wir. Amphitheater haben wir auch. Kolosseum. Ah, natürlich, das bringt noch nichts. Gründe? Wir haben kein Kolosseum. Und dann gehen wir halt hier auf 20. Ein Kolosseum ist teuer. Ah, wir haben es ja. Das heißt, die werden jetzt auch Unterhaltung kriegen. Yay! Yeah. Möbel hätten wir eigentlich auch zur Verfügung. Aber gucken wir erstmal, dass es so bleibt. Interessant, die rennen hinten lang, hätte ich nicht gedacht. Kein Besuch vom Steuereintreiber. Habt recht, ich habe gar keinen gebaut. Doch, da hinten aber. So, jetzt zu unserer Bezahlung. Tut mir leid, aber war das nicht vereinbart. Schau mal auf den Vertrag. Hey, das war wirklich nicht so vereinbart. Wer hat das unterschrieben?
Ja, wir haben ein funktionierendes Kolosseum. Und wie schon mal erwähnt, es gab mehr als nur ein Kolosseum. Theater haben alle. Amphitheater haben wir auch ein paar. Halt, Moment, ich würde gerne mal weiter. Alles scheint hier bestens zu funktionieren. Amphitheater. Kolosseum. Wartet nicht jetzt. Kolosseum fehlt hier natürlich. Jetzt werden die Schafe dran glauben müssen. Was haben die denn immer gegen die Stiere? Ich verstehe das halt nicht. Wartet kurz, bis die Reserven da sind. Bevor wir eine dicke Lippe riskieren. Okay, da kommt die Verstärkung. Wenn wir Reserven haben, sollte man auf die warten. Oh, danke. Danke für diesen guten Handel. Danke. Ich hasse euch so sehr. Wie steht's eigentlich? Arbeitslosigkeit ist so okay. Hier könnte eigentlich mal ein bisschen was für die Attraktivität getan werden. Barbier, aber ich möchte euch auch nicht so weit fliegen. Die wollen Möbel. Was braucht ihr so? Bibliothek. Habt ihr überhaupt eine Schule? Ach da, ja. Hier auch noch eine Bibliothek. Und hier, weil ich so gnädig bin, kriegt ihr... Irgendwo hier packe ich noch eine Schule hin. Hier packen wir hier noch eine Schule hin. Ich könnte... Warte mal, was hat denn... Was fehlt denn? Dem fehlt das Löwenhaus, oder? Ja, dem fehlt das Löwenhaus. Können wir eigentlich nochmal bauen? Ja, Angestellte benötigt. Das Gute ist, wir kriegen auf jeden Fall mehr. Jetzt mehr. Passen nicht mehr Leute rein? Was für ein Saftladen! Aber ein Barbier kriegt ihr mal erstmal nicht. Ah doch, passen doch mehr Leute rein, gut. Geschirr ist voll, das ist super. Sie werden nicht kriminell, oder? Nee. Also sie sind schon ganz glücklich so. Sie haben Unterhaltung und gutes Essen und Geschirr. Warum soll habt ihr denn hier... Super Unterhaltung, was fällt denn euch ein? Na, will ich mal nicht beschweren. Was fällt denn euch ein, zusammenzufallen? Und wo überhaupt? Also die haben Geschirr, die bräuchten eigentlich nur noch ein Badehaus. Für die Hygienie. Bisschen die Qualität der Stadt verbessern. Schadet tatsächlich nicht. Es ist eigentlich gut. Macht auch weniger Seuchen. Aber wir kommen jetzt langsam an den Punkt, an dem die Leute nicht weniger arbeiten wollen, beziehungsweise an dem es einfach nur noch kritisch wird, alles aufrechtzuerhalten. Und hier hinten könnte ich nochmal versuchen, ein Luxusviertel zu errichten. Geld habe ich. Könnten wir doch so machen. Hier in die
die Richtung gehen. Ich glaube, wir nehmen. Ach, Marmor wird auch angenommen. Gut, importieren wir gleich mal was. Weil ich es kann. Wie fehlen uns denn? Ah, ein paar sind schon. Aber nicht so viele. Nee, das machen wir anders. Und zwar... Hier, okay. So, 3, 4, da. So, so wird das jetzt gebaut. Die haben sich aufgelöst, okay. Ah, wenigstens die andere. Ich muss sagen, es macht echt wieder voll Spaß, Caesar 3 zu spielen. Und ich hab's eigentlich echt vermisst. Das machen wir mal gleich. Und zwar... Warum seid ihr verletzt? Ach, scheißegal. Und nochmal Legionäre. Und einmal Wurfspeer. Und zweimal Wurfspeer. Ah. Jetzt haben wir zwar nur noch zwei Truppen. Zweimal Wurfspeer, aber das wird schon reichen. Aber der mittlerweile den ersten Marmor super. Weil ich es mir wert bin. Beziehungsweise bauen wir Präfektoren hier hin. Ein Stück weit weg. Ja, ja, klar. Mark? Natürlich darf das hier nicht fehlen. Was ist mit dir? Oh, sorry. Da habe ich nicht drauf geachtet. Problem gelöst. Und wenn ich jetzt hier anfange, dann baue ich natürlich richtig. Ich hätte nicht mal gedacht, dass es überhaupt hinhaut. Aber anscheinend habe ich genug dafür. Einen guten Tag. Kann ich euch für einige hochwertige Waffen? Ja, wie viel fehlen denn? Fehlen gar nicht so viel. Aber ich würde schon gerne erweitern. Naja, so weit weg ist das jetzt auch nicht. Die Nahrungsquelle. Möbel, Geschirr. Ist eigentlich alles erreichbar hier. Beim Öl würde ich tatsächlich gern mal dafür sorgen, dass es nicht... Ein bisschen was hätte ich gern übrig. Es wirkt euch doch nicht schon mit Öl, oder? Ach, kein Wunder, dass das Öl runtergeht.
Bibliothek. Ach ja, das nächste Übel, Unterhaltung. Ja. Was ist bei dir? Ihr braucht das Badehaus. Dann braucht ihr noch eine Bohrung. Ihr braucht einfach nur Unterhaltung. Das brauche ich jetzt alles nur für dich. Okay, fangen wir an mit dem Armin. Gladiatorenschule. Löwenhaus. Künstlerkolonie. Und einen Wagenbau kriegt er auch. Für später. Also Unterhaltung muss dann auch erledigt sein. Badehaus. Unterhaltung muss da sein. Hier oben muss ich wieder meinen tollen Trick machen. Bauen wir einfach mal rein hier, das spart ein paar Arbeitskräfte tatsächlich, die ich da oben relativ sinnlos verpulvert habe, aber das ist ja egal. Das ist ja mein goldenes Viertel da oben. Beziehungsweise eher da unten. Das hier ist jetzt wirklich nur für Arbeitskräfte. So ein klein bisschen aufsteigen sollen. So, noch ein bisschen Attraktivität mit zusätzlich. Tempel sind toll. Schade, der passt da nicht mehr so richtig hin. Yay! Schon 5000 Leute. Ja, die brauchen jetzt auch Unterhaltung hier. Da kann ich bestimmt auch was tun. Alles weitere sollte eigentlich gehen. Die sollen wenigstens auf eine erhöhte Stufe kommen. Noch. So, was hast du? Barbier brauchen die schon. Was ist mit dir? Möbel. Du brauchst immer noch das Badehaus. Barbier. Sollte eigentlich möglich sein. Hoffen wir, dass der Papier da nicht reinrennt. Ah, so langsam brauche ich deutlich mehr Einwohner. Ach ja, die Schule vergesse ich auch immer. Wie steht es eigentlich hier oben? Ach, die sind ja schon fast da, super. Könnt ihr wunderbar abschlachten.
Wird schon klappen. Wie voll? Nee, ich wollte gerade sagen, das kann unmöglich sein. Wohlstand, wenn wir noch hinkriegen. Kultur, wenn wir auch relativ hinkriegen. Frieden sieht gut aus, Gunst auch. Also fehlt eigentlich nur noch Bevölkerung und ein bisschen... Dafür baue ich ja euch hier. Verarscht. Ach, okay. Mir fehlen Leute. Natürlich. Man darf nicht... Oh, wartet mal kurz. Hör mal auf zu importieren. Das brauche ich eigentlich erstmal nicht mehr. Wohlstand ist nicht höher? Ich habe viel bessere Häuser mittlerweile und ich war vorhin schon bei 39. Aber das hier wirkt sich auch negativ aus. Passen noch etliche Leute rein. Genau, kommt mal her, ich brauche eure Arbeitskraft. Woran mangelt es denn? Barbier. Ja, immerhin einer. Ich habe noch nie so... Es herrscht hier eine ziemliche Knappheit an Arbeitern. Ah ja, jetzt brauchen sie schon Wein, schön. Ich hoffe, der Barbier rennt nicht hier außen lang. Was aber dann noch aussieht. Nee, Glück gehabt. Weil das könnte übel ausgehen. Schön. Okay. Ich muss feststellen, unsere Priester sind unfähig. Später. Ich werde jetzt eh gleich aufhören. Ach, schon wieder die. Echt schade, dass man nicht eingefügt hat, dass man das automatisch reparieren kann, sowas. Und langsam kriegt man Probleme mit dem Essen, habe ich das Gefühl. Das scheint aber noch zu funktionieren. Es wird doch wohl für euch möglich sein, da an Geschirr reinzukommen. Das ist direkt hier. Und warum zur Hölle kauft ihr das nicht von hier? Tja, ich bin ein bisschen enttäuscht von eurer Arbeitsreise. Ah, schön. Mehr Attraktivität wäre jetzt erwartet. Sollten wir hinkriegen. Das ist hier mein Palastviertel, wenn jemand Fragen hat. Also mehr Attraktivität. Genau, Klinik. Aber da warte ich mal noch kurz. Seid ihr jetzt voll? Immer noch Leute frei, also ihr könnt hier gerne einziehen. Tun sie aber irgendwie nicht so richtig. Oh, doch, es dauert nur irgendwie lange. Ah, Mist, die haben ein Papier gekriegt. Das will ich aber nicht. Extrem angetan. Das hätte ich im anderen Spielstand gebraucht, dann wäre es perfekt gewesen. Wohlstand steigt natürlich weiter. Ich mache aber gleich aus. Außerdem ist gleich 12 und ich muss morgen wieder raus. Mit dir eigentlich. Hier fehlt immer noch
Geschirr. Warum habt ihr eigentlich kein Geschirr? Du hast Geschirr, aber das gibst du dem nicht. Und der 13. Natürlich. Ich glaube, dass ihr eine weitere Nahrungsquelle hier hinten habt. Nicht jetzt. Will ich gerade sagen, ich kaufe noch Obst. Obst importieren. Obstlandhandel. Obst ist Landhandel, perfekt. Das könnt ihr eigentlich gleich hier hinten reinlagern. Dann haben die nämlich gleich ihre dritte Nahrungsart. Wir haben gerade eh nur zwei. Unbedingt mehr Leute. Arzt. Also zumindest die Grundausstattung. Noch ein Markt. Ein Silo. Drei Farben. Eine kleine autodidaktische. Nee, autonom, nicht autodidaktisch, Entschuldigung. Ja, danke. Rom war schon immer stolz darauf, dass sie andere unterworfen haben, schon als es ganz klein war, als es noch nicht so mächtig war. Aber es ist schon verrückt, dass aus solchen ganz kleinen Sachen so was gigantisch Großes werden kann. Ja, und irgendwann ist auch Rom untergegangen. Kein Reich besteht ewig, auch wenn sie es gedacht haben. Schlechte Nachrichten immer wegmachen. Woran liegt's denn? Klinik, was ist mit dir? Was willst du denn noch? Hypodrom gibt's natürlich noch nicht. Kolosseum habt ihr? Amphitheater habt ihr? Theater habt ihr logischerweise auch. Es fehlt nur noch das Hypodrom. Und dann werden die auch wieder größer. Naja, das ist relativ, was ist mit dir? Du kriegst gar kein Geschöpf. Was ist denn los mit dir, du Scheißmarkt? Naja, wenigstens, das hier läuft. Okay, ich muss jetzt aber trotzdem mal aufhören. Das war Let's Play Cäsar 3 für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Und ja, das werden wir alles noch in den Griff kriegen. Ich muss jetzt vor allem nur noch mehr Angestellte kriegen, irgendwie wollen die nicht so, habe ich das Gefühl. Ach ja, die Unterhaltung, hier im Theater. Werdet glücklich. Nieder mit dem Gouverneur. Boah, die sind aber echt ein bisschen angesäuert und das relativ schnell, wahrscheinlich weil ich auf schwierig spiele.
Verstehe ich doch gar nicht. Ihr habt doch fast alles, was ihr braucht. Okay, hier noch ein bisschen Bildung vielleicht. Das kann ich hier irgendwo reinquetschen. Ja, danke. Fordere ruhig mehr von mir. Ich brauche das. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Hier noch einmal Gemüse, dann geht es euch auch besser. Kriegt das zusammen? Ne, ist aufgebaut worden. Also es sieht gar nicht schlecht aus. Kultur kriegen wir dann auch noch hin. Ich brauche bloß mehr Leute und dann habe ich die... Oh, es wird auch besser. Ich sage Ciao mit Lichtlein TV. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn wir das hier alles ausbauen. Bye, Leute.